Und jetzt dürfen wir noch ein bisschen reden. Herr Dr. Haumann, Herr Wortmann, Sie haben in der richtigen Kategorie gewonnen, ne? Mitmachen. Das ging ja gleich hier mit dem Laudator weiter. Mitmachen, mitmachen, mitmachen. Ja, mitmachen. Haben wir ja eben von Herrn Nolte auch gehört, der Tu-Mensch und der regionale Bezug sind wichtig und beides sind Kriterien, die wir uns eigentlich verschrieben haben. Wir haben den regionalen Bezug über Soest hinaus, aber mit doch für Menschen in der Region und für Projekte in der Region was zu tun. Und wir wollen insbesondere sehr viele motivieren, engagiert, bürgerschaftlich engagiert zu sein. Und das ist auch der Weg der Partnerstiftung. Damit erreichen wir viel mehr Leute, die diesem Gedanken dann auch fördern und fordern. Jetzt habe ich so ein leichtes Kreischen gehört im Publikum. Haben Sie Ihre Fans mitgebracht oder? Ja, wir sind nicht alleine. Um das auch zu dokumentieren, wir sind etwa mit 40 Personen hier, die uns begleiten. Vielleicht können wir mal kurz gucken. Stehen Sie doch mal bitte auf. Wo sind Sie? Ja, ganz hinten zum Teil. Okay. Ah, alles gut. Ja, wir sind mit 40 Personen gekommen, also einem ganzen Bus, und die kommen alle aus den verschiedenen Partnerstiftungen. Eben wurde ja gesagt, dass wir 13 Partnerstiftungen haben. Mittlerweile haben wir 16, 15 und die 16. ist auf dem Weg. Partnerstiftung, und da sehen Sie, das ist allein in den letzten 3 Monaten passiert. Es wächst weiter und wir sind ganz sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind, viele zu gewinnen, aktiv zu sein, weil wir finden, das ist wichtig. Na, und wenn Sie dann erst mal radeln, dann wird das ja so, ist das gar nicht mehr aufzuhalten, wahrscheinlich die Bewegung, oder Herr Worten? Also, wir machen in Ruhe weiter. Es ist. Na, reden Sie noch mal mit Professor Pfeiffer, Ja, gut. wie das mit der Ruhe ist. Das wird uns Schwung geben, da bin ich ganz sicher. Aber man muss diese Dinge schon mit Behutsamkeit und Stetigkeit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man nicht einen Ballon startet. Den muss man vielleicht auch starten, aber dass da Kontinuität reinkommt. Und dafür sorgen wir schon. Sie sind sozusagen der Langstreckenläufer oder der Marathonradler. Wir sind ja Genossenschaftler, ich komme aus einer Volksbank und wir sind gewohnt, solide, langfristig zu denken. Und das machen wir hier auch. Das ist kein Aktionismus, sondern das Ganze hat ein Konzept und das werden wir schon sukzessive weiterentwickeln. Und damit haben Sie ja auch langfristig Erfolg. Ich glaube, Sie haben einen Sparerzulauf, die Volksbanken, wie schon lange nicht mehr die Genossenschaftsbanken, ne? Aber darüber reden wir jetzt nicht. Das glaube ich. Das hat sich schon so, glaube ich, jetzt vermittelt. Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank, denn ich darf jetzt die neue Kategorie ankündigen und da müssen Sie leider die Bühne verlassen.